Beweise liegen noch nicht vor. Dennoch hat der Anschlag zu einem beispiellosen verbalen Krieg und diplomatischen Konsequenzen zwischen Großbritannien und Russland geführt. Will Mirzajanow, Mitentwickler der Nervengiftgruppe, lebt seit langem in den USA. Er sprach mit Mareike Aden über Novichok und das streng geheime Programm dahinter. Seine Vergangenheit als Chemiker in der Sowjetunion lässt ihn nicht los. Will Mirzajanow spricht in diesen Tagen oft mit Ehefrau Gail über diese Zeit. 26 Jahre lang hat er am Institut für Organische Chemie und Technologie in Moskau gearbeitet und unter größter Geheimhaltung Novichok mitentwickelt. Dass dieses Nervengift in Salisbury zum Einsatz gekommen sein soll, ein Schock für den 83-Jährigen. Ich habe diese Waffe zwar nicht erfunden, aber ich war an allen Schritten der Entwicklung dieses Nervengiftes Novichok beteiligt. Bis hin zu dem Moment, als es zu einer Waffe für die Sowjetarmee wurde. Ich trage also Verantwortung und ich fühle mich schuldig. Am Rande eines Waldes nahe Princeton in New Jersey lebt er seit 1995 im Exil. Denn schon Anfang der 90er quälten ihn Gewissensbisse. Damals noch in Russland warnte Mirzajanow in Zeitungsartikeln von Novichok. Deshalb kam er wegen Geheimnisverrats in Haft. Erst auf internationalen Druck hin durfte er ausreisen. Später veröffentlichte er vertrauliche Dokumente über Novichok, um vor diesem grausamen Gift zu warnen. Mirzajanow ist überzeugt, nur Russland besäße die Expertise für einen solchen Angriff. Ohne hochqualifiziertes Personal, ohne Labore und ohne die Erfahrung, wie es sie an unserem Institut gab, ist so ein Anschlag gar nicht möglich. Deshalb bin ich sicher, dahinter steckt Russland. Auch Großbritannien ist von der Schuld Russlands überzeugt. Stichhaltige Beweise haben die Briten bisher keine vorgelegt. Die Bank, auf der die Opfer kollabierten, ist im Fokus der Ermittler. Russland betont, mit der Vergiftung des Doppelagenten Sergei Skripal und Tochter Julia habe man nichts zu tun. Ein Hauptargument Russlands, man habe seine Pflichten erfüllt und zwischen 1997 und 2017 alle chemischen Kampfstoffe unschädlich gemacht, unter internationaler Aufsicht. Aber gilt das auch für Novichok, das mutmaßliche Gift von Salisbury? Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die nun auch im Fall Skripal ermittelt, habe nie vom Novichok-Programm erfahren. Es sei auf keiner Kontrollliste aufgetaucht, behauptet Will Mirzajanow. Ich war ja lange selbst die finale Instanz, um das Geheimnis zu schützen. Ich habe meine Arbeit zunächst weitergemacht, auch wenn ich dann irgendwann nicht mehr davon überzeugt war, dass das Land chemische Waffen zur Verteidigung braucht. Ich wusste da schon, dass diese Nervengifte vor allem eine Gefahr für Zivilisten, also unschuldige Menschen sind. Aber ich habe meine Arbeit da noch erfüllt. Es war eine wissenschaftliche Arbeit. Dass seine späteren Veröffentlichungen und Warnungen dann auch vom Westen ignoriert wurden, hat Mirzajanow wütend gemacht. Novichok muss unter internationale Kontrolle gestellt werden. Das heißt, es muss auf die Liste der verbotenen Nervengifte gemäß der Chemiewaffenkonvention. Das ist mein Ziel. Wenn das nicht geschieht, kann ein weiterer Anschlag, hinter dem ein Staat steckt, nicht ausgeschlossen werden. Im russischen Staatsfernsehen ist der Fall Skripal Topthema. Mal wird gefragt, ob die Skripals sich nur eine Lebensmittelvergiftung holten oder andere Länder werden beschuldigt. Auch Will Mirzajanow ist Thema. Auf mehreren Sendern wird er als Lügner bezeichnet und wegen seiner Veröffentlichungen über Novichok als mitschuldig gebrandmarkt. Für Mirzajanow ist das Teil der Einschüchterungstaktik der russischen Staatsmacht, sowie der Anschlag selbst. Das war eine offene Demonstration, eine Warnung an potenzielle Gegner des Kreml. Es ist ein qualvoller, demonstrativer Tod. Diese Qualen sind unbeschreiblich. Aber Angst um seine Familie und sich selbst habe er nicht. Und Schweigen über das grausame, einst so geheime Nervengift will der 83-Jährige auch in Zukunft nicht.